Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Heute gehen wir in die Piratenfestung rein und hoffen mal, dass wir hier vielleicht den ein oder anderen Schatz noch bekommen können. Unter anderem auch, dass wir die Eier alle bergen können und vielleicht noch ein schönes Foto von einer Piratin schießen können. Das sind so meine Ziele heute. Deswegen, ich würde vielleicht einfach schon mal den Fotoapparat auspacken. So. Dann mit dem Enterhaken sind wir gut beraten und Pfeile würde ich auch noch dazu nehmen. Geil wäre, wenn wir die Felsmaske hätten. Das ist aber eine der seltenen Masken, die wir noch nicht haben. Leider. Obwohl ich sie gerne gehabt hätte, die wäre nämlich super nützlich dafür. So, das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Das ist ja für den unteren Eingang, da haben wir aber schon alles gemacht. Da haben wir sehr viele Items damals bekommen. Das war wirklich geil. Unter anderem auch die Magieanzeige. Das war wirklich was Feines. Ich würde mir noch die Hasenohren ausrüsten, weil ich glaube, Geschwindigkeit gehört hier auch zu den Dingen, die gut sind. So. Genau, wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Enterhaken für viele Sachen. Ich glaube unter anderem... Ja, komm, wir fangen einfach mal hier an. Ich glaube, da brauche ich auch keine große Angst haben, dass mich da jemand entdeckt, oder? Aber vielleicht kann ich von hier einfach ein Foto schießen. Ja. Ja, nicht so. Okay, wir fangen einfach mal hier an. Das... War eine scheiß Idee. Ja, ich muss erst ganz oben hin, ne? Ja, ich muss das Ding runterschießen. Ich weiß, wir waren da schon drinne, aber da ist ein Ei drinne, das müssen wir holen. Wie viele Eier gibt es hier? Drei, oder? Gibt es drei oder vier? Oh, ich bin gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, wenn wir hier fertig sind, müssen wir die Eier erst abgeben. Und damit wir genug Platz haben. So. Für, wenn wir dann in dieses Rift gehen, ne? In das Rift, wo die Seeschlangen leben. So, hier muss ich jetzt einmal mit dem Bogen runterballern. So, da freuen die sich immer. Die haben da immer richtig Spaß dran. Die Mädels. So, hier gibt es doch bestimmt auch Pfeile, oder? Genau. Die nehme ich gerne mit. Aber. So, jetzt gehen wir eine Etage runter, holen uns das Ei. Ja, das ist auf jeden Fall was, das können wir abschließen hier. Deswegen war das jetzt eigentlich die Idee, dass ich das mache. Aber. So, wie kann man die eigentlich geil zerlegen? So, easy. Flasche Nummer 1. Zack. Yay, unser erstes Ei. Dafür bekommen wir bestimmt auch nur was Sinnloses. Ah, und die Kisten hier, die musste man auch kaputt machen, ne? Da gab es auch gute Sachen manchmal für. Die müssen wir auf jeden Fall auch zerlegen. So. Sehr gut. Hätten wir das erste schon mal. So, da würde ich sagen, können wir ja erstmal auf der Seite weitermachen. Gibt es auf jeden Fall auch ein bisschen was zu tun. Komme ich von hier darüber? Natürlich nicht. Aber vielleicht von hier? Ne. Ich sehe auch eine Schatzkiste auf der Karte, by the way. Zwei sogar. Weiß gar nicht genau, was das ist. Ich glaube, hier oben ist auch eine, ne? Irgendwie. Warte mal.
ziehe mich mal eben ganz kurz hier hin. Waren nicht hier auch irgendwo Kisten? Da drüben sind Kisten, glaube ich. Okay. Machen wir erstmal schnell das hier. Wie macht man das? Ich nehme mal kurz den Fotoapparat. Und zusätzlich das da. Okay, hier war nichts drin. Shit, ich wollte ein Foto machen. Ah, ich weiß gar nicht, wie ist denn am besten ein Foto zu machen? Es reicht ja, wenn wir von hinten machen, ne? Das müsste ja theoretisch reichen. Ich hätte jetzt einfach eins schießen sollen, schnell von ihr. Es wäre halt cool, wenn man irgendwie angezeigt bekommt, ob das okay ist. Ich glaube, bei Majora's Mask ist das so, ne? Da kriegt man, glaube ich, angezeigt, ja, das ist okay. Reicht das? Bad Picture. Steht ja auch da, Bad Picture. Good Picture. Okay. Nehmen wir. Sind ja auch zwei, ne? Kann er sich von zwei Seiten angucken. Hehe. Okay. Dann haben wir schon mal das Foto. Dann würde ich auch vielleicht erstmal hier reingehen. Was? Wo geht's denn hier rein überhaupt? Wo kommen wir denn hier raus? Ich glaube, das ist auf dem Balkon, oder? Ah, ne, okay. So, meine nächste Frage ist, kann ich... Jo, das geht auch. Okay, da muss ich auch keine Pfeile verschwenden. Sehr schön. Und dann kriegen wir hier jetzt den ersten Fight. Let's go. Von der könnten wir ja auch ein Foto machen. Habe ich damals immer gemacht. Aber naja. Tschüss. Weiter geht's. Da haben wir nämlich auch schon das zweite Ei. Okay, ich würde... Ich bin eigentlich so zufrieden mit der Ausrüstung, glaube ich. Ja. Bogen könnte ich jetzt auch ausrüsten für besseren Fernkampf, aber... Was soll der Geiz? Die bleiben halt echt nicht lange gestunt, ne? Das ist super nervig. So. Eine Fee für Ocarina of Time. Wahnsinn. Ah, gibt's hier drei oder vier Eier? Bin mir halt aktuell überhaupt nicht sicher. Naja. Wir werden es herausfinden. Ju. Perfekt. So, jetzt sind wir hier. Okay. Würde ich sagen, wir rennen hier einfach mal schnell vorbei. Gehen nochmal schnell auf der anderen Seite gucken. Ja, ich glaube, ich nehme hier wieder Pfeile. Ist mir ein bisschen sicherer, weil so lang ist der Enterhaken jetzt auch nicht. Okay. Und immer dran denken, die Kisten ab und zu mal kaputt zu machen, weil wir erinnern uns, da waren auch viele geile Items drin. Okay, da ist ein Herzteil. Das sind aber auch drei Wachen. Okay, potenziell muss ich nicht alle abschießen, glaube ich. Oder? Ist doch scheiße. Wie schnell... Ey, das ist doch voll übertrieben, wie schnell die wieder aufstehen, oder? Mein Gut, wir haben das Herzteil bekommen. Guck mal, uns fehlen hier nur noch zwei Herzcontainer. Dann sind wir full. Dann sind wir full house. Blöd.
Naja. Was willst du machen? So. Ne? Tschüss, Zimtschnecke. So, rein da. Ba, 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 ba. So, dann einmal kurz wegzwitschern, die drei. So, und dann ganz schnell beeilen. Und da geht's schon in den nächsten Fight. Let's go! Hallo? Was geht? Erledigt. Schade, dass man von denen nichts bekommt, ne? Schade, schade. So, okay. Leider nichts im Fass drin. So, weggeballert und dann ein Ei. Ja, mit der Felsmaske wäre das halt alles so angenehm. Aber was man nicht hat, das hat man nicht. So. Da liegt ein Herzchen rum. Jetzt müssen wir nur noch da drüben hin. Dann haben wir es auch schon geschafft. Sehr, sehr cool. Und halt Schatzkisten sind hier überall noch so versteckelt. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir an die rankommen. Ich glaube fast. Ne, hier hoch muss ich nicht. Okay, wir haben jetzt hier erstmal noch zwei Wege. Aber ich glaube, der hier führt wieder raus, oder? Ich glaube, der führt raus. Ja. Aber hier gibt es ein Fass. Wo leider nichts drin ist. Okay. Oh Gott. Ist das nur eine? Ja, ne? Hat ihr mich gehört? Geh mal nach links. Alter, komm, geh weg. Hast gesehen, die hat sich umgedreht. Die hat mich gehört. Die blöde Kuh hat mich gehört. Hi. Schönen guten Morgen. Ciao. Easy fight, Leute. Easy fight. So, und weiter geht's. Leider wieder keine Schatzkiste für uns. Das ist schon anspruchsvoll, ne? Dafür, dass wir eigentlich fast nur Eier bekommen. Wo dann im Endeffekt ein Item draus resultiert. Los, dreh um. So. Und Nummer 4. Ich glaube, das müssten jetzt alle gewesen sein. Ich glaube, die restlichen 3 müssten wir dann unten bei den Seeschlangen bekommen. Theoretisch. So, aber wir haben noch 2 Schatzkisten. Die hier irgendwo rumlungern. Irgendwo. Die müssen wir jetzt irgendwie noch ausfindig machen, weil die müssten... Aha, guck mal, hier ist einer. So. Ich habe ein schönes Herzteil für Ocarina of Time mitgenommen.
Und ich glaube, hier oben drauf müsste eine sein. Ja, ich glaube, da müsste eine sein. Komm ich da irgendwie hoch? Ja, da komme ich hoch. Okay, cool. Dann sind wir jetzt auch offiziell fertig mit der Piratenfestung. Schade, auch nur eine normale Schatzkiste. Naja, zumindest ein paar Herzteile bekommen. Und eine Milch. Und die Eier haben wir alle mitgenommen. Besser als nichts, oder? Ich denke auch. Mann. So, dann lasse ich mich mal kurz catchen. So, das Foto war in Unruhstadt. Ich glaube, da ist der schnellste Weg, wenn ich einfach über die Prelude of Light gehe. Und ja, gehe wieder in Unruhstadt rein. Ich glaube, das ist der schnellste Weg dafür. Dann geht mal schnell das Foto ab. Holen uns das Seepferdchen. So. Guck, zack, sind wir wieder da. Nicht schlecht. Dann geben wir schnell die Eier ab und dann gehen wir nochmal tauchen. Ja, ist eine gute Idee. So. Ja, hier müsste das sein, ne? Jo. So, guck mal, ich habe ein wunderschönes Foto für dich. So, ich muss mit ihm sprechen hier, ne? Ja, das war wieder so komisch. Hier. Viel Spaß. Mann. So. Jetzt könnte ich mich so easy dahin teleportieren, aber nein. Ich habe immer noch nicht den Teleporter. Das ist so anstrengend, Leute. Das ist echt so anstrengend. Jedes Mal mit Epona da lang reiten. Ach ja. Okay. Aber wir machen es jetzt ja für eine gute Sache. Wir können es diesmal abschließen. Ne? Ist ja schon was Feines. Ach schön. Ja, dann haben wir das große Ding mit den Eiern auch gedreht. Hört sich ganz falsch an, aber wir haben es gemacht. Carfais Quest ist dann noch so eine Sache. Da hätte ich aber gerne noch das Auge der Wahrheit, wie gesagt, weil wir ja dann da diesen komischen Berg hochlatschen müssen. Bei den Goronen. Im Schneegebiet. Und ja, entweder mache ich halt den Dungeon nochmal schnell. Dann kann ich da einfach so hochklettern. Dann sieht man das ja auch. Ja, oder wir warten halt, bis wir das Auge der Wahrheit haben. Ja, ich hätte Epona noch mitnehmen können, gell? Naja, egal. So, Dille. Oh Gott. Dann einmal hier rein, da ist irgendwo das Labor drinne versteckt. Zumindest erinnere ich mich da düster dran, dass das so war. Schön, 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 schön. Ja, es läuft nicht schlecht, Leute, ne? Wir haben viel zu tun. Alternativ haben wir, wie gesagt, noch ganz viele Tempel offen. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch nichts hier draus Großes resultieren sollten... Ist hier zufällig das Labor? Nee, natürlich nicht. Ja, selbst wenn hier nichts Großes raus resultiert, dann würde ich vielleicht als nächstes doch in den Wassertempel reingehen. Auch wenn ich den nicht so besonders mag. Achso. Hallo. Nee. Aber, den können wir halt komplett machen, ne? Können alle Schätze mitnehmen. Das heißt, wir müssen später halt trotzdem nochmal rein und alle Feen sammeln.
Es sei denn... Okay, hier auch nicht. Es sei denn, ich krieg das irgendwie auf die Kette. War hier nicht das Labor? Irgendwo? Müssen wir mal gucken, wie wir das so auf die Ketten... Ja, genau. Wie wir das hinbekommen. Nee, hier muss ich nicht reinwerfen. Schön die Eier zu den Fischen. Hallo. Zum Fraß vorwerfen. So. Ist das jetzt so eine ewig lange Animation hier? Ah, I like it. Ich skipp das mal eben, ja? So, das war's letzte Ei. Okay, haben wir schon mal 4 Eier? Ja, jetzt zu den Seeschlangen, ne? Was war hier hinten noch drin? Einfach nochmal für mich als Information. Was macht ihr eigentlich immer an meiner Tür? Ich versteh's nicht. Krone. Ja, gut. Hattet ihr jemals was Cooles? Ich weiß es nicht mehr. Juhu, okay. Aua. Ich würde sagen, wir latschen noch dahin zum Seepferdchen, zum Riff, beziehungsweise schwimmen dahin. Und im nächsten Part machen wir dann noch die Eier vom Riff. Und dann, im schlimmsten Fall machen wir einen Wassertempel, würde ich sagen. Oder? Hier müssten wir jetzt, glaube ich, komplett durch sein. Hilfe. Aua. Na, theoretisch brauche ich jetzt für da nur das Seepferdchen und ansonsten die Hasenohren nochmal schnell. Zack. Okay. Jo. Holen uns die Eier und im nächsten Part, ich schätze mal, wir werden nicht den ganzen Part brauchen in der nächsten Folge. Geben wir die noch ab und dann geht's in den Wassertempel rein. Das ist der Plan, Leute. So, ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann machen wir das Riff unsicher, ein zweites Mal leider. Ja, ist halt blöd, ne? Dass man manchmal hier Sachen doppelt macht. Aber gut, ich glaube, das war auch eher unsere eigene Schuld, dass wir das doppelt gemacht haben. Passiert halt. Schade. Naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer. Tschüssi, Leute.